Guten Abend, meine Lieben. Ja, ich sag guten Abend, weil wir haben es gerade 9:05. Und ich habe einen Teil gebastelt für das Gewinnspiel von der lieben Rehauge 2811. Da würde ich ganz gerne teilnehmen. Ich versuche mal mein Glück. Und ja, ich bin gerade mit dem Teil fertig geworden für das Gewinnspiel. Ich hoffe, es wird ihr gefallen. Und zwar habe ich ein Flipbook gemacht aus Umschlägen. Das ist mein erstes Flipbook mit Umschlägen. Und ja, das sieht, Achtung, so aus. Ja, ich hoffe sehr, dass ihr das gefällt. Und ja, wo fange ich an? Ich muss dazu sagen, ich hatte echt Probleme mit dem Personalisieren. Weil ich nicht genug Buchstabensticker habe. Und Zahlensticker habe ich gar nicht, habe ich festgestellt. Da stand ich gerade ziemlich doof da. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, gucken wir uns mal das Flipbook an. Ja, ich habe so in ihren Farben gemacht. Also sie mag ja gerne rosa und so, lila. Ja, das habe ich dann so gemacht. Ich denke mal, die Gorgeous Pupi mag sie ja auch. Doch, ich meine schon, ja. Dann habe ich hier noch so süße Sternchen draufgeklebt. Die fand ich ganz niedlich. Wieder meine geliebte Rosenbordüre. Hier habe ich so einen Buchrücken gemacht. Habe ich auch dann noch so ein selbstklebendes Stoffband drauf gemacht. Ja, hier sind die Buchstaben. Und Perlen mit drauf. So, von hinten sieht das so aus. Kann man ja, ich habe wieder versucht, hier so eine Schüttelkarte zu machen, aber es klappt irgendwie nicht so gut. Da muss ich echt mal gucken. Das ist ein bisschen doof. Das kriege ich nicht ganz hin, dass das dann richtig schön flüssig sich da hin und her bewegt. Vielleicht hat da ja der ein oder andere einen Tipp für mich, wie ich das auch mit der Fotofuse irgendwie, ob man da irgendwie was machen kann, dass sich das alles besser bewegen lässt. Oh, wundert euch nicht, wie meine Hände aussehen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit so einen Ausschlag. Keine Ahnung warum, ist aber jetzt auch völlig egal. Ja, wie gesagt, das kriege ich nicht so gut hin. Nee, Mann, oh, so doof. Das ärgert mich irgendwie. Ja, das ärgert mich. So, hier habe ich wieder meine geliebten Blümchen draufgeklebt. Die mag ich ja auch super gerne. Ja, machen wir das mal auf, ne? So, und wie ihr sehen könnt, musste ich den Namen dann hier nochmal mit den Zahlen nochmal hinschreiben. Ich hoffe, das ist okay so. Liebe Tanja, falls du das siehst, ich hoffe, das ist auch so okay, weil ich habe wirklich keine Zahlensticker. Ich habe keine Zahlensticker. Oh Mann. Ja. Hier habe ich wieder meine Bestandsteile benutzt, die Schmetterlinge. Ist ein bisschen chaotisch. Oh mein Gott. Ja, hier ist wieder ein Gorgeous Mädel. Die Bilder habe ich ja mal von der lieben Ina bekommen. Kann ja sehen, was ich gemacht habe, ne? Hier wieder meine Blümchen. Tatütata, verschwindet. So. Ist auch noch mal ein Bild der Gorgeous Pippi. Und ich habe die Innenseiten ja auch noch gestaltet bei den Umschlägen. Habe ich auch noch Motivpapier reingeklebt. Da habe ich hier so ein Stanzteil benutzt. Das habe ich auch mal von der Ina bekommen.
Packen wir das mal hier auf. Könnt ihr sehen, noch mehr gorgeous Mädels. Hier habe ich auch immer am Rand das Stoffklebeband benutzt. Und hier noch mehr Stanzteile. Ich liebe Stanzteile, habe ich jetzt mal festgestellt. Mag ich sehr gerne. Ist auch noch so ein Stoffband. Ich finde das echt klasse. Ich finde das schön. Kann man gut mit Sachen verzieren. Ja. Ja, ob ich gewinnen werde oder nicht, das ist mir eigentlich Wurst. Ich werde der lieben Tanja das trotzdem schicken. Werde ich dann noch was reinpacken. Weil ist ja sonst Quark, ne? Da macht man extra was fertig mit dem Namen drauf. Da möchte man das demjenigen doch auch gerne geben. Also ich zumindest. Ja. Das ist mein Teil für das Gewinnspiel. Ich hoffe, ich darf in den Lostopf, liebe Tanja. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe, dass es ihr gefällt. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Ich weiß nicht, je nachdem, ob du das Video siehst. Ja. So. Das ist mein Teil. Mein Teil. Ja. Ich komme später noch mal, glaube ich, wieder mit einem anderen Craft-Update. Jo. Dürft ihr gespannt sein, oder auch nicht, keine Ahnung. Bye bye.